Nächster Redner ist der Kollege Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Japan ist eine furchtbare, unvorstellbare Katastrophe passiert. Die Menschen erlitten ein schweres Erdbeben und in dessen Folge ein Tsunami mit tausenden Opfern, hunderttausenden Obdachlosen und verheerenden Zerstörungen. Nun werden sie auch noch einen Super-GAU mit unvorstellbaren Folgen erleben. Millionen Menschen können durch die Radioaktivität an Krebs erkranken, mit allen Folgen. Dies geschieht den Japanerinnen und Japanern, die als einzige schon die furchtbaren Leiden eines Atombombeneinsatzes durch die USA 1945 auf Hiroshima und Nagasaki erleben mussten. Wir trauern um die zahlreichen Opfer. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. Es ist aber auch unvorstellbar und unverantwortlich, dass gerade nach den schrecklichen Erlebnissen 1945 japanische Konzerne und japanische Politik den vielfachen Bau von Atomkraftwerken vorantrieben. Japan hätte der erste Verweigerer sein müssen. Aber nun ist die Katastrophe geschehen. Durch keine Kritik wird sie ungeschehen. Es trifft immer vornehmlich Unbeteiligte und Unschuldige. Und unsere gemeinsame erste Entscheidung muss sein, jegliche mögliche Hilfe den Menschen in Japan zu leisten. Das Ergebnis in Japan ist eine Zäsur, ein Zivilisationsbruch in der Geschichte des industriell-kapitalistischen Zeitalters. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gelang es deutschen Physikern im Laborversuch, die erste künstliche radioaktive Kernspaltung auszulösen. Die Büchse der Pandora war geöffnet. Die erste daraus folgende Katastrophe war die Entwicklung der Atombombe. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann zwischen der militärischen und der friedlichen Nutzung der Atomenergie unterschieden. In den 50er Jahren setzten die Industriestaaten, das heißt sowohl die kapitalistischen als auch die staatssozialistischen Länder, auf die friedliche Nutzung der Atomenergie. Doch die Unterscheidung zwischen der unfriedlichen und friedlichen Atomenergie ist aus zwei Gründen falsch und mit hohen Risiken verbunden, die weder beherrschbar noch kontrollierbar sind. Erstens, wer über die Technologie der friedlichen Nutzung der Atomenergie verfügt und aus AKWs Strom erzeugen kann, ist potenziell auch in der Lage, Atomwaffen herzustellen. Wir wissen, dass es trotz des Nicht-Weiterverbreitungsvertrages mehr als die fünf damaligen Atommächte gibt, die inzwischen über Atomwaffen verfügen. Außer den USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich verfügen auch Pakistan, Indien und Israel über Atomwaffen. Und die Beispiele des Iran und von Nordkorea zeigen, dass diese Gefahren nicht beseitigt sind. Es muss endlich und konsequent damit begonnen werden, alle Atomwaffen in dieser Welt zu vernichten. Erst dann hat die internationale Gemeinschaft auch das Recht, weltweit den Bau einer neuen Atomwaffe zu unterbinden. Zweitens, mit der Unterscheidung zwischen militärischer und friedlicher Nutzung der Atomkraft gab man sich dem Trugschluss hin, dass die militärische Nutzung viel riskanter wäre als die andere. In vielen Industriegesellschaften, insbesondere in Frankreich und Japan, erzielte die friedliche Nutzung der Atomkraft zur Stromerzeugung eine hohe Akzeptanz. Diese Akzeptanz beruhte darauf, dass man die Risiken bei der friedlichen Nutzung für beherrschbar hielt, sich einen GAU oder gar einen Super-GAU nicht vorstellen konnte. Die Trennung von gutem und schlechtem Uran ist falsch. Beides, der Abwurf einer Atombombe wie ein nicht vorhersehbarer Unfall in einem Atomkraftwerk, ist hinsichtlich der Folgen nicht beherrschbar. Unsere Zivilisation kann stark beschädigt, sogar vernichtet werden. Die Frage steht, hätten wir nicht alle klüger, sehr viel vorsichtiger sein müssen? Die Verantwortlichen in Japan, in Deutschland und in allen anderen Ländern. Es gab den Atomunfall im AKW Three Mile Island bei Harrisburg in den USA im Jahre 1979. Es trat bereits eine begrenzte Kernschmelze ein.
auch ohne Erdbeben, ohne Tsunami, weil die Kühlsysteme versagten. Und dann kam die unvorstellbar große Katastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren mit einer vollständigen Kernschmelze. Noch immer glüht dieser Reaktor vor sich hin, umgeben von einem Betonsarkophag. Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute nicht bekannt. Diese deutlichen Warnungen wollten nicht verstanden werden. Harrisburg wurde nicht wirklich ernst genommen und bei Tschernobyl einfach die Unfähigkeit der Russen und der Staatssozialisten unterstellt. Im Unterschied dazu, so konnte man es lesen, bauen die Japaner, die Deutschen und andere nur höchst sichere Atomkraftwerke, bei denen nichts passieren könne. Nun sind wir in Japan auf tragische Weise vom Gegenteil überzeugt worden. Wir alle dürfen und müssen eine einzige logische Konsequenz ziehen. Der 11. März 2011 muss das Ende des nuklearen Industriezeitalters eingeleitet haben. Das ist nicht nur eine wissenschaftlich-technische, sondern auch eine politische, eine Macht- und eine Menschheitsfrage. Die Atomindustrie, bestehend aus Unternehmen, die die AKW bauen und Unternehmen, die die AKW betreiben, besitzen nicht nur finanzielle und ökonomische Macht. Sie haben nicht nur beträchtlichen Einfluss auf politische Entscheidungen, sie dominieren diese und damit auch die Bundesregierung und eine große Zahl von Abgeordneten. Schon die Bundesregierung aus SPD und Grünen traute sich nicht, den Atomausstieg einfach per Gesetz im Bundestag durchzusetzen. Sie ließ sich auf Verhandlungen mit der Atomlobby ein und schloss mit ihr einen Ausstiegskompromiss ab. Warum, Herr Trittin, konnten Sie und Ihre sozialdemokratischen Mitstreiter den Atomlobbyisten nicht einfach sagen, dass die Mehrheit des Bundestages entscheiden wird? Wir sind das demokratisch gewählte höchste Organ der Bundesrepublik Deutschland. Warum feilschten Sie mit den nicht gewählten Atomlobbyisten herum, bis Sie einen unzureichenden Ausstiegskompromiss erzielten? Und warum haben Sie, Frau Bundeskanzlerin, auch noch diesen Kompromiss aufgekündigt und auf Drängen der Atomlobbyisten die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke beschlossen? Es ging um nichts anderes als um Extraprofite der Stromkonzerne E.ON, NBW, RWE und Vattenfall in Höhe von 120 Milliarden Euro. Diese Lobbyistenpolitik gefährdet unsere Demokratie. Frau Bundeskanzlerin, besitzen Sie doch die Souveränität, den Mut, den Atomlobbyisten klar und deutlich zu widersprechen. Sich hier hinzustellen und ihren Irrtum hinsichtlich der Risikogefahren einzuräumen und den unverzüglichen Ausstieg aus der Gewinnung der Atomenergie zu verkünden. Nur das entspräche Ihrem Amtseid. Nur das könnte Schaden von unserer Bevölkerung abwenden. Nur dann verhielten Sie sich wie eine Bundeskanzlerin für das gesamte Volk. Ihre heutige Erklärung spricht noch nicht für Ihre Bereitschaft, diesen notwendigen Weg zu gehen. Ein dreimonatiges Moratorium, unabhängig von der rechtlichen Bewertung, täuscht und hilft nicht weiter. Wir brauchen keine vorübergehende, sondern eine endgültige Abschaltung der Atomkraftwerke. Unabhängig davon müssen Sie aber unverzüglich und sofort einen Strompreisstopp durchsetzen. Die Konzerne haben genügend Profitpolster. Sie müssen die Verluste tragen, nicht die Bürgerinnen und Bürger und nicht die anderen Unternehmen. Die Politik muss wieder zuständig werden für die Strompreiskontrolle. Meine Damen und Herren von der SPD und von den Grünen, Sie haben eine Normkontrollklage an das Bundesverfassungsgericht erarbeitet, weil Ihr früherer Atomkompromiss von der Mehrheit des Bundestages unter Ausschluss des Bundesrates aufgekündigt wurde. Diesen Ausschluss und andere Regelungen halten Sie und wir für grundgesetzwidrig. Wir haben Ihnen angeboten, gemeinsam die Normenkontrollklage zu erarbeiten. Sie haben dies abgelehnt mit dem Hinweis, dass das Ihr Thema sei und nicht unseres. Sie haben tatsächlich nicht begriffen, dass es ein Thema für die gesamte Bevölkerung, auch für den linken Teil der Bevölkerung ist. Sie haben uns vorgestern auch im Angesicht der gewaltigen Katastrophe erklärt, dass wir die Klage nur mit unterschreiben dürften, wenn wir trotz Ihres Beteiligungsverbots ein Drittel der Kosten übernehmen.
Überwinden Sie Ihre Kleinkariertheit. Überwinden Sie Ihren Egoismus. Überwinden Sie Ihren Egozentrismus. Lassen Sie alle, die wollen, unterschreiben. Sie können auch nicht bei Ihrem alten Kompromiss mit Ausnahme der älteren und pannengeprägten AKW bleiben. Die weiteren neuen AKW können nicht auf lange Fristen, Herr Gabriel, auch nicht auf 10 Jahre weiterlaufen. Auch Sie müssen sich einen Ruck geben und begreifen, dass das nukleare Zeitalter nicht irgendwann, sondern unverzüglich zu beenden ist. Es geht aber nicht nur um die Frage des Ausstiegs, sondern zugleich darum, ob sich die Politik endlich gegen die Atomindustrie durchsetzt, ob diesbezüglich das Primat der Politik hergestellt, die Demokratie wieder funktionsfähig wird. Im letzten Jahr konnte während der Finanzkrise jeder und jeder erleben, dass die Spekulanten und Bankenchefs das Geschehen und die Politik dominierten. Diese sind eng mit den Atomlobbyisten verbunden. Gemeinsam scheinen sie eine kaum zu durchdringende, ungeheuerliche Macht zu besitzen. Aber sie haben nur ein wirkliches Interesse, die Steigerung ihres Profits. Nur wenn die Politik den Mut und die Kraft entwickelt, die Interessen dieser Spekulanten, Bankenchefs und Atomlobbyisten und anderen Konzernlobbyisten zu durchbrechen, den demokratischen Institutionen den Vorrang zu sichern, sind wir für unsere Bevölkerung tätig, retten wir unsere Demokratie und werden wir unserer Funktion als Volksvertreterinnen und Volksvertreter im Bundestag gerecht. Die Linke fordert: Erstens, wir brauchen unverzüglich ein Konzept für die mögliche Hilfe gegenüber den Japanerinnen und Japanern. Diese Hilfe ist auch zu leisten. Zweitens, die Nutzung der Atomkraft für militärische Zwecke und zur Energieerzeugung muss grundsätzlich ausgeschlossen werden, um den Ausstieg unumkehrbar zu machen. Und deshalb brauchen wir diese Verpflichtung im Grundgesetz. Das Verbot der Nutzung von Atomenergie ist Bestandteil der Verfassung in Österreich, einem Mitgliedsland der EU. Es ist also machbar, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist. Drittens. Die ältesten und pannengeschüttelten 8 AKW sind sofort und auf Dauer stillzulegen. Es handelt sich um Biblis A, Neckarwalsheim 1, Biblis B, Brunsbüttel, Isar 1, Unterweser und Philippsburg 1 sowie um Krümmel. Die verbleibenden 9 AKW sind unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Verzögern, stillzulegen. Hierzu muss die Bundesregierung einen entsprechenden Atomausstiegsgesetzentwurf bis spätestens 30. April 2011 vorlegen. Viertens. Verboten werden muss der Export von Atomtechnologie. Siemens und andere Unternehmen haben auch für die AKW in Japan Ausrüstungen geliefert. Sie müssen verpflichtet werden, diesen Produktionszyklus stillzulegen und aus der Technologie auszusteigen. Ebenso ist folgerichtig, Frau Bundeskanzlerin, dass wir keinen Atomstrom importieren dürfen. Fünftens. Die Bundesregierung muss sich für die Auflösung des Euratom-Vertrages einsetzen, damit die damit einhergehende Förderung der Atomenergie beendet wird. Sechstens. Wir fordern einen Strompreisstopp und die Wiedereinführung der Strompreisregulierung durch die Politik statt durch die Energiekonzerne. Siebtens. Wir brauchen unverzüglich ein Energiekonzept der Zukunft, das mit unabhängigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Umweltverbänden und kommunalen Energieversorgern erarbeitet werden muss, also nicht mehr die Handschrift der Energiekonzerne tragen darf. Dazu gehören aus unserer Sicht ein Sofortprogramm für die erneuerbaren Energien, ein umfassendes Energieeffizienzprogramm, ein Netzumbauplan, die Entwicklung und Etablierung effizienter Speichertechnologien und eine Dezentralisierung und Rekommunalisierung der Energieerzeugung. Achtens. Die Bundesregierung muss sich bei der Organisation der Vereinten Nationen und der Europäischen Union entschieden für einen weltweiten bzw. europäischen Ausstieg aus der Atomenergie für militärische Zwecke sowie zur Energiegewinnung einsetzen. Das Gleiche gilt für ein Moratorium für sämtliche weltweit bzw. europaweit geplanten Neubauten von Atomanlagen, egal ob für militärische Zwecke oder zur Energiegewinnung.
Eine Volksinitiative der europäischen Völker zu diesen Fragen wäre sehr zu begrüßen. Heute haben wir die Chance zu beweisen, dass wir spät, für die Japanerinnen und Japaner zu spät, Lehren aus Ereignissen ziehen können. Heute können wir beweisen, der Bundestag entscheidet nicht länger im Interesse der Atomlobbyisten, sondern im Interesse der Bevölkerung unseres Landes und sendet ein wichtiges Signal weit über Deutschland hinaus zur Lösung einer Menschheitsfrage.